Kurkuma. Verwendung, Vermehrung. Die Gelbwurzel, verwandt mit den Ingwergewächsen, wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Viel Spaß, los geht's. Ingwerknollen kennt ja eigentlich jeder und das Kurkuma ist ein naher Verwandter, also vom Wachstum eigentlich gleich. Da kommen wir aber später zu. Kurkuma, eine Knolle, ein Rhizom, und Kurkuma ist wohl sehr... Nee, nicht ist wohl, sondern ist sehr bekannt für seinen gelben, intensiven Färbstoff. Dieser Färbstoff wird zum Beispiel im Curry ganz stark verwendet. Und wenn man das bearbeitet, sollte man auf jeden Fall immer Handschuhe tragen. Ist wohl auch eine günstige Alternative zum teuren Safran. Ich habe mal vor einiger Zeit Safran gekauft. Das ist ganz schön teuer, das Zeug. Hier 200 Gramm, 10 Euro. Das ist nicht die Welt. Jetzt wollen wir uns die mal genauer angucken. Jetzt schneiden wir die mal durch, aber lieber mit Handschuhen. Handschuhe an. Seht ihr das? Das ist schon ein sehr, ich würde schon eher orange, nicht gelb, aber, jetzt kommt auch richtig der Geschmack durch. Und ja, ich glaube, ich habe hier ein Stück weißes Papier, mal gucken. Da seht ihr es. Die färbt. Also ein gutes Färbemittel. Das heißt, wenn man das schreddert, Matschepatsche macht, kann man bestimmt ganz viel Blödsinn damit vorhaben. Riecht aber sehr interessant. Ich möchte daraus jetzt erstmal einen leckeren Tee machen. Ein Tee, der entzündungshemmend wirken soll, der Verdauungsförderung sein soll und auch gelenkschonend. Im Internet stehen noch total andere Sachen, wofür Kurkuma alles gut sein soll, gerade in Tee-Variationen. Auch wenn der Tee nachher fertig ist, soll man noch Pfeffer dazu tun, man soll noch Vanilleschoten dazu tun, man könnte auch noch Honig und Zitronenscheiben dazu tun, um das noch alles zu toppen und noch besser zu machen. Ich möchte aber eigentlich nur mal gucken, wie schmeckt denn ein frisch gemachter Kurkuma-Tee. Habe ich noch nie getrunken. Jetzt machen wir es. Also, erstmal schälen. Die Schale soll ja nicht mit. Beim Schälen, das geht tendenziell sehr einfach. Oh, das fängt aber auch an zu riechen jetzt, wo die Schale weg ist. Gut, da wo die Rhizome die Triebe drauf haben, da lässt sich das schwer schälen, aber gut. Oh. Ihr könnt das ja leider nicht riechen, aber boah, das ist eine richtige Duftbombe. Wow, Hammer. Und ja, die Finger sind gelb. Ei, Karamba. Gut, ganz dünne Scheiben.
Ja, wie viel macht man da rein? Ich will jetzt erstmal nur ein bisschen. Nicht zu viel. Guck mal, seht ihr das? Die Fingerspitzen sind total gelb. Boah, ist das ein Zeug. Ich finde sowas ja immer interessant. Und daher das hier mal rein. Gut. Das nehmen wir beiseite. Jetzt hole ich mir mal heißes Wasser. So, heißes Wasser drauf. Wow, das Wasser färbt sich sofort gelb. Oder orange. Ein bisschen mehr. Riecht aber sehr gut. Den müssen wir jetzt natürlich ein bisschen ziehen lassen. Den probiere ich dann gleich. So, den lassen wir erstmal stehen. Jetzt gucken wir uns das Thema Vermehrung an. Ich finde ja immer cool, wenn man seine Sachen selber herstellen kann. Gut, Pfeffer, soweit bin ich noch nicht, aber Kurkuma, ich denke, das kriege ich hin, das zu vermehren. Habe ich mit Ingwer auf jeden Fall schon mal gemacht. Und zwar Vermehrung. Wo haben wir hier denn so schöne Knollen, wo man das sehr gut sehen kann? Also, das ist die Knolle, das Rhizom. Und hier oben seht ihr die Augen. Das sind diese Nupsi, diese Hügelchen. Das sieht man hier. Das sieht man da oben. Wo haben wir denn noch? Na, hier sind die sehr klein. Hier sind sie noch nicht ausgereift, aber hier oben drauf. Und aus den kleinen Augen sprießen ja, neue. Das sieht dann so nachher irgendwann mal aus. Und so vermehrt sich das dann auch. Ich habe das mit Topinambur habe ich das schon gemacht. Mit, was gibt es denn da noch? Oka, Yakon, Knollenzist. Das sind ja alles solche, die Knollen, Rhizome, die in der Erde wachsen und die sich unterirdisch dann ausbreiten. Knollenzist zum Beispiel ist ein Unkraut. Also das habe ich Gott sei Dank in einem geschlossenen Kunststoffbehälter. Sonst wird das sonst wohin wachsen. Und Topinambur habe ich Gott sei Dank in einem, naja, Betonkübel. Das breitet sich so extrem aus. Aber das ist auch hier im Norden sehr stark verbreitet, weil es witterungsbedingt besser wachsen kann. Das ist ja ein aus Südasien stammendes Gewürz oder Frucht. Das wird hier so nicht bei unseren Witterungen wachsen. Das heißt, du kannst es drinnen vorziehen, du kannst drinnen es anfangen keimen zu lassen, aber erst wenn es frostfrei ist, kannst du es rausbringen und vor dem Frost musst du es auch wieder geerntet haben, weil die Witterungen einfach nicht dafür geeignet sind. Ja, Thema Vermehrung. Also, ich möchte natürlich, ich habe genug, aber ich möchte das trotzdem vermehren. Mit Ingwer mache ich das so, immer mal alle paar Jahre. Das ist ein cooles Winterprojekt übrigens auch. Ich habe so eine Schale, da tue ich ein bisschen Wasser rein und dann lege ich den Ingwer einfach da rein. Natürlich auch achte ich da auf diese Knollen und manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber hier zum Beispiel, oder na, der ist noch besser. Guck mal hier. Das ist jetzt eine Ingwerknolle, ein Rhizom. Und hier oben sprießt er schon grün raus und hier unten hat er schon kleine weiße Wurzeln. So, das habe ich jetzt hier in einem kleinen Wasserbad ein paar Tage drin stehen gehabt, immer unter Beobachtung und dann habe ich gesehen, okay, hier wächst er. Bei der Knolle hat das auch funktioniert.
Hier fängt es allmählich an. Der kann noch ein bisschen liegen bleiben. Da ist leider nichts passiert. Aber wir haben zwei Stück. So, und wenn die jetzt anfangen, hier diese Wurzeln zu treiben, dann kann ich die in die Erde stecken. Aber jetzt ist es ja noch draußen viel zu kalt, deswegen stecke ich die in solche kleinen Töpfe rein, Erde rein. Das machen wir schnell mal mit dem ersten. Einmal Erde rein. So. Mit dem grünen Halm, der ja schon angefangen hat zu keimen, nach oben in den Topf. Ein bisschen Erde oben rauf. Und dann lasse ich das jetzt bis Mai so in den Topf. Dann fängt er an, irgendwann hier oben rauszuwachsen. So ein leichter grüner Halm. Und wenn die Eisheiligen vorbei sind, so Ende Mai, dann nehme ich das ganze Knollengebilde und setze das in einen großen Pflanzkübel. Hat den Vorteil, im Pflanzkübel nachher, wenn das Blattwerk, was hier so wächst, das wird ja immer größer, bis zu einem Meter hoch. Und wenn das nachher anfängt braun zu werden, dann kann ich den ganzen Pflanzkübel einfach umkippen oder die Maurertonne, so eine Mörtelkübel oder einen Maurereimer kann man auch nehmen. Je nachdem, wo man den auch hinstellt. Auf der Terrasse ist eine Maurertonne nicht unbedingt so ansehnlich. Aber wenn das Grünzeug braun wird, dann kann ich das nachher umkippen und dann habe ich meine Ingwer- oder Kurkuma-Ernte. Bei dem Kurkuma, die stellen wir jetzt erstmal dahin. So, bei dem Kurkuma ist das jetzt so, der ist ja jetzt noch nicht so weit. Das sind zwar die Augen, ja, man sieht, der will sich vermehren, aber die müssen noch erstmal in ein kleines Wasserbad eingelegt werden. Und wenn die eingelegt sind, nach ein paar Tagen, fängt das dann auch an, hier rauszusprießen. Und dann setze ich die in einen Topf. Und ungefähr im Herbst kann ich dann 9 eigenen Kurkuma ernten. Bei Ingwer ist das so, da habe ich das schon gehabt, aus so einer Ingwerknolle habe ich eine Handvoll Ingwerknollen wieder rausgeholt. Das ist keine Riesenernte wie ein Kartoffelbeet oder so, aber es geht ja um den Spaß und dass man das selber angebaut hat. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wenn ich das in die Erde stecke, auch dieses Volumen ungefähr wieder rauskriege. Je nachdem, wie viel Dünger ich dazu gebe, wie gut die Erde ist, ob ich regelmäßig auch Wasser dazu gebe, wo es denn steht, ob es im Gewächshaus steht oder draußen, unter der prallen Sonne oder im Schatten. Das sind ja alles so Bedingungen, die die Pflanze haben muss. Also sie braucht natürlich Wärme und Sonne. Und dann kannst du dir dein eigenes Kurkuma anbauen. Ich habe viel zu viel Kurkuma. Und dadurch, dass du dir mein Video ja immer noch anguckst, mache ich daraus ein kleines Gewinnspiel. Schreib einfach einen Kommentar mit, ja, danke, ich möchte Kurkuma. Oder, hey Stefan, schick mir ein bisschen Kurkuma. Und ich würde sagen, ich mache so einen kleinen Umschlag fertig mit, da sind ja ein paar kleine Knollen bei. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2 Leute, 3 Leute, 4 Leute, guck mal, mach mal 4 Leute. Die ersten 4, die in dem Video etwas unten hinschreiben, den schreibe ich gerne zurück und dann können wir über E-Mail unsere Adressen austauschen und dann schicke ich euch da mal so 4 Knollen. 4, 4, 4, da fehlt noch eine, 4. Dann schicke ich euch 4 Kurkuma-Knollen mal per Post zu. Und dann könnt ihr das genauso nachmachen. Ins Wasserbad, warten bis es keimt, in die Erde, in erstmal einen kleinen Behälter. Und im Mai, wenn es dann anfängt zu sprießen, in einen großen Behälter. Und dann im Herbst, so September, einmal auskippen und sich erfreuen an eigenem angebauten Kurkuma.
Jetzt kommt der Tee. Ich hoffe, der ist runtergekühlt. Ich bin gespannt. Ja, ist noch scheinbar ein bisschen heiß. Der riecht. Ich würde fast sagen, so ein bisschen nach Curry. Ja, der schmeckt. Schwer zu beschreiben geschmacklich, weil das kann man nicht so. Also, ich. Als würde ich in Indien sitzen. Also, irgendwie. Irgendwie schmeckt das so ein bisschen Curry. Also, ja, ich würde sagen, ich mache gerade Urlaub in Indien. Oh, wie entspannt. Ja, Kurkuma-Tee. Empfehlenswert. Den koche ich mir jetzt öfters. Ich habe ja noch genug Knollen. Aber ich will auch auf jeden Fall was einpflanzen. Hat euch das Video gefallen? Wie gesagt, die ersten 4 Leute, schreibt einen Kommentar. Und vielleicht mache ich auch noch einen 5. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und dranbleiben. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.